Wir wollen uns jetzt erstmal mit sogenannten Formularen beschäftigen, bevor wir jetzt weiter mit den Sprachkonzepten weiterarbeiten. Und Formulare sind ein ganz wichtiges Element zum Austausch von Daten zwischen Client und Server. Wir möchten erstmal in diesem Video unser eigenes Bestellformular entwickeln. Und auf Basis dieses Bestellformulars werden wir dann natürlich auch noch in den nächsten Videos weitere Sprachkonzepte kennenlernen. Formulare werden in HTML definiert. Das haben wir in diesem Kurs noch gar nicht gemacht. Deswegen zeige ich Ihnen das jetzt gleich erstmal, wie das genau funktioniert. Und Formulare können dann innerhalb der HTTP-Pakete an den Server übertragen werden. PHP ist dann dazu in der Lage, diese Pakete auseinanderzunehmen und mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Und bevor ich jetzt anfange, hier Code einzutippen, habe ich dafür auch eine Folie vorbereitet. Es gibt zwei Möglichkeiten der Datenübergabe. Die erste Möglichkeit nennt man Post und die andere Möglichkeit nennt man Get. Und diese beiden Methoden sind im HTTP-Standard festgelegt, um eben Formulardaten an den Server zu senden. Und wenn Sie dem Server aber eine größere Menge von Daten zur Verarbeitung übermitteln möchten, verwenden Sie am besten die Methode Post. Mithilfe dieser Methode Post werden die Formulardaten als großer Datenblock im HTTP-Paket mit übertragen und sind im Endeffekt für den Benutzer unsichtbar. Das heißt, diese Daten werden unsichtbar aus dem Formular heraus an den Server übertragen und Sie können dann diese Daten in PHP weiterverarbeiten. Die Menge dabei ist auch nicht begrenzt. Also Post können Sie dann verwenden, wenn Sie größere Formulare übertragen wollen. Wir werden gleich auch Post verwenden, um unser Bestellformular abzuschicken. Dann gibt es auch noch die Methode Get. Bei der Methode Get werden die Formulardaten innerhalb der Adresse, also oben innerhalb der URL, also das, was Sie auch oben in der Adressleiste im Browser sehen, also hier oben, mit übertragen. Da ist die Menge der Daten allerdings schon etwas begrenzt. Ich möchte das hier nochmal kurz veranschaulichen. Und zwar haben Sie hier Ihren Browser und dieser schickt ein Päckchen, ein HTTP-Request an den Webserver. Und dieser HTTP-Request beinhaltet dann als allererstes eine URL, die aufgerufen wird. Das ist die Adresse, die Sie oben im Browser eingegeben haben. Der sogenannte Uniform Resource Locator nennt sich das auch. Und dieser sagt, dass wir auf die Domain www.meine-seite zugreifen, dann auf die Datei index.php, das ist unsere Seite, die wir gerade entwickeln. Und jetzt habe ich hier noch als Beispiel ein Fragezeichen Seite gleich Bestellung hinzugefügt. Das ist ein sogenannter Get-Parameter oder wird auch als URL-Parameter bezeichnet. Alles, was in einer URL hinter dem Fragezeichen kommt, sind Paare von Parametern, die man an eine Seite übergeben kann, die sogenannten Get-Parameter. Dabei bezeichnet der Wert vor dem Gleichzeichen immer den sogenannten Schlüssel. Und der Wert hinter dem Gleichzeichen, den sogenannten Wert. Das heißt, hier wird so ein Pärchen übergeben, Seite gleich Bestellung. Sie könnten auch etwas übergeben wie Preis gleich 100 oder Name gleich André. Solche Dinge könnte man hier als Get-Parameter übergeben. Es lassen sich auch beliebig viele Get-Parameter hintereinander schachteln und definieren. Gut, aber innerhalb dieses HTTP-Requests habe ich jetzt einmal diese URL aufgerufen. Und ich liefere in diesem HTTP-Request, in diesem Päckchen, liefere ich auch noch sogenannte Post-Daten mit. Diese Post-Daten sind Formulardaten und im Endeffekt eigentlich intern genauso aufgebaut wie die Parameter, die hier oben in der URL übertragen werden können. Auch dort hat man wieder Pärchen. Vorname André, Nachname Wüsten, Anzahl 4. Und man kann natürlich beliebig viele Parameter in einem Post-Paket übertragen. Dieser HTTP-Request wird vom Browser zusammengebaut, vom Client zusammengebaut und über das Internet dann an den Webserver übertragen. Und der landet natürlich dann bei dem PHP-Interpreter. Und der PHP-Interpreter hat dann die Möglichkeit, diese eingehenden Daten zu verarbeiten. Wie? Das werden wir gleich noch klären. Aber der PHP-Interpreter ist natürlich dazu in der Lage, so bestimmte Dinge mit diesen Daten anzustellen. Zum Beispiel könnte er eine Mail an einen Administrator mit der Bestellung senden oder er könnte hingehen und die Bestellung speichern oder was auch immer, auf eine Datenbank zugreifen, vielleicht auch sogar die Bestellung logistisch einordnen und wirklich durchführen. Also so etwas könnte man alles auf dem Webserver regeln, weil mit dieser Sprache PHP haben Sie ja ein zentrales Element, mit der Sie die komplette Geschäftslogik eigentlich abbilden können.
Gut, dann schreiben wir einfach mal unser erstes Formular. Löschen hier unseren alten Quellcode raus. Auch diesen PHP-Block erstmal, den werden wir gleich nochmal neu formulieren und sagen H1 Bestellformular. Okay, und dann kommt hier ein neues HTML-Element und dieses neue HTML-Element muss um jedes Formular gelegt werden. Und zwar heißt dieses Element natürlich auch Form. Und diesem Form muss man eine Methode übergeben. Und zwar Method gleich Get oder Post. Wir nehmen hier Post, schließen dieses Tag wieder und machen hier ein End-Tag hin. Und dazwischen kommt dann unser Formular. Und unser Formular ist beispielsweise Vorname. Dann kommt ein Textfeld, das wird mithilfe eines sogenannten Inputs definiert. Der Typ ist ein sogenannter Text. Dann muss jedes Formularfeld immer einen Namen bekommen. Und dann muss man dieses Tag schließen. Dann machen wir noch ein Formularfeld mit dem Nachnamen. Auch hier wieder ein Textfeld und wieder einen Namen. Okay, das lassen wir erstmal so, speichern das und wenn wir das aktualisieren, dann sieht man hier ein Bestellformular mit den beiden Eingabefeldern. Hier kann man tatsächlich etwas eintragen. Das sind sogenannte Input-Type gleich Textfelder und das sind zwei Formularfelder. Jetzt füge ich noch zu guter Letzt eine Anzahl hinzu. Das hatten wir ja vorhin auch und zwar von den Dingen, die wir bestellen möchten, Anzahl. Und zu guter Letzt setzen wir noch einen Button ans Ende des Formulars. Und zwar mit Hilfe des Tags Button. Und zwar vom Typ Submit. Und dann Bestellung absenden. Und dann beenden wir das Button-Element wieder. Das werden wir noch kurz einrücken, dann kann man das etwas besser lesen. So. Das speichern wir und aktualisieren wir. Und dann haben wir ein weiteres Formularfeld und diesen Button hinzubekommen. Dieser Button wird auch als Submit-Button bezeichnet, weil dieser Button ist dazu in der Lage, diese Bestellung, das heißt diese Formulardaten zusammenzuschnüren und an die index.php zu schicken, wo sie daraufhin verarbeitet werden können. Das heißt, wir müssen in unseren Quelltext einen Block einbauen, in dem wir die übergebenen Daten verarbeiten. Und dazu öffnen wir hier wieder hinter dem H1 das PHP-Tag und beenden das hier wieder. Und hier findet dann die Bearbeitung statt. Bearbeitung bzw. Verarbeitung der Formulardaten. Das Einzige, was ich jetzt noch vergessen habe, ist dem Button einen Namen zu geben. Den geben wir mal Name gleich Bestellung. Gut, um jetzt zu wissen, was sich innerhalb dieser übergebenen Formulardaten befindet, gibt es jetzt im PHP einige Befehle, die man dazu verwenden kann, um sich Variablen ausgeben zu lassen. Eine dieser Befehle nennt sich auch vardump, das heißt var_dump. Und diese Funktion ist dazu in der Lage, einem den Inhalt einer Variablen auszugeben. Und es gibt im PHP zwei Systemvariablen, die die Formulardaten beinhalten. Das ist einerseits die Variable underscore get und andererseits die Variable underscore post. In dieser Variable befinden sich alle Parameter, die über die URL übergeben wurden. In unserem Fall ist das erstmal gar keiner. Und in dieser Variablen underscore post befinden sich alle Parameter, die über das Formular übergeben wurden. Das heißt Vorname, Nachname, Anzahl und Bestellung. Aber nur, falls auch auf den Knopf gedrückt wurde. Das speichern wir und schauen uns das an. Das heißt, wenn ich jetzt hier erstmal aktualisiere, dann sind diese beiden Get- und Post-Variablen, die übergeben wurden, erstmal leer. Wenn ich jetzt einen Vornamen und einen Nachnamen und eine Anzahl eintrage, dann befinden sich auf einmal in dem Post-Array hier vier Elemente, und zwar Vorname, Nachname, Anzahl und Bestellung. Ein Array ist dabei in PHP auch wieder ein eigener Datentyp, und zwar
handelt es sich dabei um so eine Art von Schubladencontainer, wo jede Schublade ihre Nummer hat oder auch ihre Bezeichnung hat und da befindet sich ein Inhalt drin. Und dieser Schubladencontainer, der in diesem Fall underscore post heißt, also in dieser Variablen Dollar underscore post ist, dieser hat vier Schubladen, die mit Vorname, Nachname, Anzahl und Bestellung bezeichnet werden und darin befinden sich die übergebenen Formulardaten. Das heißt, wir können diese Formulardaten also benutzen. Und zwar können wir beispielsweise hingehen, ich kommentiere diese beiden Befehle erstmal wieder aus, sowas wie folgende Daten wurden übermittelt, Doppelpunkt, dann machen wir einen Zeilenumbruch und dann Vorname, Doppelpunkt und dann fügen wir dann dahinter mit dem Verkettungsoperator, den wir schon vorhin kennengelernt haben, lesen wir dann aus dieser Post-Variable diese Felder aus, und zwar erstmal den Vornamen. Das geht, und man greift auf die einzelnen Schubladen eines solchen Arrays zu, indem man jetzt eine eckige Klammer schreibt, dann ein Hochkomma und dann den Namen, also Vorname. Dann schließt man das Ganze wieder, muss also wieder ein Hochkomma machen, weil hier vorne hat man ja auch ein Hochkomma gemacht, also muss man hier auch eins machen. Dann hat man vorhin eine eckige Klammer aufgehabt, die muss man hier natürlich schließen. Dann wieder ein Punkt und dann setzen wir dahinter wieder einen Zeilenumbruch. Und so wiederholen wir das dann mit Nachname und Anzahl. Nachname. Nachname. Anzahl. Anzahl. Und dann werden hier vier Zeilen ausgegeben. Und wenn wir das aktualisieren, genau, man soll die Formularübermittlung nochmal bestätigen, dann erhalten Sie im nächsten Moment so etwas. Das heißt, ich habe Vorname, Nachname und Anzahl im Formular eingegeben und die Anzahl und habe dann auf Bestellung absenden geklickt. Dann überträgt der Browser an den Server dieses Päckchen mit den Formulardaten. PHP ist dann dazu in der Lage, diese Formulardaten mit Hilfe dieser Underscore-Post-Variablen auszulesen und damit auch anzuzeigen oder irgendetwas Beliebiges damit zu machen. Natürlich ist es jetzt auch noch so, dass man feststellen muss, wurden diese Daten überhaupt valide eingegeben? Wurde überall etwas eingetragen? All diese Fragen, die werden wir jetzt noch innerhalb der nächsten Videos beantworten. Wir müssen dieses Formular natürlich überprüfen und wir müssen natürlich auch noch Berechnungen durchführen. Und das ist das nächste, was wir dann lernen werden, und zwar, wie man ein solches Formular überprüft, beziehungsweise generell, wie man mit sogenannten Bedingungen immer innerhalb von PHP umgeht.